Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Surviving Mars. Na, ob wir das hier schaffen, steht ganz toll in den Sterne, wortwörtlich. Wir haben nämlich hochgradig das Problem, dass uns hier ganz doll schnell viel die ganzen Marsbewohner wegsterben wegen der Epidemie, Krankheit, was auch immer. Und Heilmittelerforschung dauert hier gefühlt einfach mal, ja, 50 Jahre und länger. Na, wir sind bei 40%. Wir brauchen für die ganze Geschichte hier Lauffeuerheilmittel. Also Lauffeuer ist die Epidemie, ne? Wer da noch nicht im Bilde ist, 90.000 Forschungspunkte. Wir haben aktuell, da wir wenig Leute haben, zusammengerechnet mit dem Bonus vom Sponsor 1.500 Punkte. Dauert dementsprechend ewig. Finde ich gar nicht mal so cool, aber okay. So, es wird hell, wir haben Pläne. Und zwar wollten wir hier unten weiter ausbauen. Strom war eine Nacht minus, wenn ich dir das mal richtig gesehen habe. Wir haben eine Produktion von Maschinenteile. Achso, der absolut Oberknaller. Der Vorteil ist, die Dinger laufen alle autonom. Wir bräuchten für die Betreibung der Fabriken keine Leute, also Menschen. Wenn die hier wirklich alle wegsterben, könnten wir hier wirklich autonom weiterarbeiten. Das nächste Ding ist, wir hätten dann gar keine Forschungspunkte mehr. Und ja, ob das Sinn macht, das weiß noch keiner so genau. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr starke Aufheizung der Atmosphäre. Treibhausgasfabriken, die machen nämlich 3,5% pro Marstag, also pro Sol. Da jetzt ordentlich ab. Hier holen wir Metall aus der Erde. Der läuft sehr schon verstärkt. Hier ist nochmal Beton. Es wird grün, ist auch sehr schön. Na, die Flechtenverteilung läuft. Unser Saatgut wird bald zu Ende gehen. Und wir werden uns jetzt hier unten weiter mit dem Ausbau unserer Infrastruktur beschäftigen. Was haben wir hier? Unseren LKW. Können wir hier noch irgendwas einladen? Liegen hier noch irgendwelche Gegenstände von Interesse rum? Ich weiß das nicht. Ich sehe hier nichts. Schön. Der sieht nicht so aus, ne? Dann soll er mal das Metall hier abladen, bitte. Und er? Was hat er denn geladen? Er hat auch Metall geladen. Na denn, los. Darfst du das auch da abladen, bitte? Okay, wir brauchen Strom. Wenn wir hier in die Metallvorkommen gehen, werden wir wieder Strom verbrauchen, ne? Was brauchen wir hier so eine Edelmetallfabrik? Wie groß ist das Vorkommen? Komm, wir sollten es verstärken. Und das hier? 500. Ja. Maschinenteile, da sehe ich ein Problem. Kraftstoff haben wir ausreichend. Vielleicht brauchen wir noch mehr Flugdrohnen. Frage, wo bauen wir die hin? Hier vorne auf der Ecke? Ne, warte mal, da wo Kraftstoff auch gelagert ist, ne? Hier. Hier liegt Kraftstoff rum. Dann bauen wir hier weitere Flugdrohnen. Bestellen wir nochmal drei neue Hubs hier hin, hätte ich gesagt. Die lassen wir einfach mal bauen. Mal gucken, was passiert. Hier ist irgendwie unebene Gelände. Das ist ja nicht schön. Dann stellen wir es halt nach da. Und das andere dann halt nach da. So, okay. So, die haben hier fleißig entladen. Das ist super. Was ist mit dir hier? Haben wir noch welche zum Verteilen? Ja. Machen wir mal 10. So, mehr Drohnen, mehr Arbeit. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom. Problem ist, wenn die Leute wegbleiben, haben wir auch keine Beschäftigten in den Fusionsreaktoren. Dementsprechend haben wir da wenig Strom-Output. Und das ist nicht schön. So. Dann werden wir hier mal eine Stromplantage anlegen. Ein bisschen Propellerstrom kann ja nicht schaden. Ist zwar sehr teuer in der Wartung und in der Baugeschichte, ne, von den Kosten her. Ich denke, hier gehen viele Maschinenteile bei drauf. Genau. Und Beton. Wobei, Beton haben wir, das ist egal. Dann haben wir den Platz hier wenigstens sinnvoll genutzt und können hier Strom anbauen. So. Die Dinger werden oben auf dem Berg wahrscheinlich viel effizienter, oder? Anstatt hier unten im Canyon. Es sei denn, wir haben hier hochgradig schnelle Fallwinde, die hier durchpesen und dann werden die Propeller richtig angetrieben. Ja? So. Baut das mal. Dann habt ihr erstmal genug zu tun, würde ich sagen. Unsere Landekapsel, die schicken wir mal wohin? Dahin. Da ist der neue Erkunder drin, ne? Den haben wir beim letzten Mal geordert.
So, ist denn die Rakete jetzt beladen mit Edelmetalle? Ja, denn ab dafür. Und hier voll machen. So. Wir brauchen nämlich Kohle, wenn wir Saatgut ordern, was wir auf jeden Fall machen sollten. Warte mal, haben wir eine Frachtrakete? Ja! Eine Passagierrakete geht immer noch nicht. Dann nehmen wir eine Frachtrakete. Saatgut, voll machen. Kostet 1,2 Milliarden. Wir kriegen 750 momentan für eine Rakete. Ah, wir müssen sparen. Aber hey. So, Edelmetalle kommen. Ne, wenn die hier, die fördern jetzt die Onkel, dementsprechend wird hier mehr Output sein. So, der neue Erkunder ist da. Haben wir dadurch jetzt mehr Forschungspunkte bekommen? 1600. Wir sind bei 41%. Dauert mir zu lange. Das ist eigentlich der Todesstoß gewesen. Ne? Beim normalen Spielstand ohne den autonomen Fabrik-Mod wäre hier Feierabend. Weil wenn die Fabriken keine Arbeiter haben, fördern die keine Metalle, keine Edelmetalle und hast du nicht gesehen. Und ohne diese Rohstoffe läuft der ganze Betrieb nicht. Ne? Keine Wartung, keine Herstellung von anderen Sachen. Ohne dem geht gar nichts. Deswegen sind die autonomen Fabriken einfach Gold wert. So, das erste Drohnenhub wird gebaut. Dann haben wir noch mehr Flugzeuge in der Luft, die Zeug von A nach B schleppen. Was schon mal stark von Vorteil ist. Die Rohstoffe hierfür kommen hoffentlich alle bald ran. Beton wird hier gleich gefördert, sobald hier fertig gebaut ist. Das ist sehr schön. So. Wir holen mal den Bulldozer her. Und dann gehen wir rein. Und ebnen uns hier erstmal schön diesen ollen Berg weg. Nicht alle Berge, erstmal nur den bitte. Genau. Du fährst dahin. Du hast eine Mission, leg los. Dann können wir nämlich an das Metall und an das Metall. Das ist aber ordentlich viel hier. Schön. Das werden wir uns alles einverleiben. Das wäre auch nicht schlecht. Dann wird es nachher ein bisschen dünn. Wir könnten noch hier oben hoch. Na, hier ist halt noch sehr, sehr viel. Okay, der Bulldozer, der muss erstmal da den Weg runterfahren. Alles klar. Ich denke mal, bis dahin sind die Drohnen hier schon fertig, ne? Ja, die legen nämlich schon los. Drohnenlast ist auf jeden Fall da. Mittel. Guck mal, und die Flugshuttle, die bringen hier fleißig die Baumaterialien ran. Was ist das hier? Also, in Edelmetall ist da. Ist immer voll geil. So, wie viel ist denn hier schon drin? 2 von 30. Naja, ihr habt erstmal zu tun. Alles klar. Jetzt ist die... Naja, wenn keiner da ist, ist ja klar. Die arbeitet nämlich keiner, ne? Toll. Ganz toll. 250 Bewohner haben wir noch. Wenn sich so ungefähr die Waage hält, dann ist das nicht schlimm. Guck mal, die Sonne ist weg und wir haben eine Stromproduktion von 16 plus. Das ist auch sehr schön. Wenn die Propeller hier fertig sind, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 8... 12, 15, also 150 mehr Strom. Das ist okay. Da kann ich mit leben. Die Saatgutrakete ist auf dem Weg. Das ist sehr schön. Die andere, die fliegt gerade nach Hause. Ja, wir kriegen dafür aber nur die Hälfte an Geld. Das ist eigentlich echt, echt schade. Aber was willst du machen? So, die Drohnen, die fangen ja an zu friemeln. Die machen schon Sachen, ne? Genau. Er ist fleißig dabei. Aber der Terraform-Bulldozer, der muss hier kommen. Wo ist er? Guck mal, was die für ein Flugverkehr ist. Hier sind so viele Waren gefordert. Hier ist richtig Wash-Hour in der Luft. Stell dir mal vor, da müssen wir alles im Bodenbetrieb. Oh Gott. Okay, warte mal. Wow, nicht so doll. Warte, hier wollte ich hin. Hier. So. Nochmal 3 Drohnen bauen. 3 Drohnen bauen. Die sind schon alle auf 6. Okay. So. Was fehlt hier? Ein Polymer. Quatsch, doch. Ein Polymer fehlt noch. Kommt gerade. Okay, diese Drohnen-Hub wird auch gebaut. Dann haben wir noch mehr Flugdrohnen. Aber noch schnelleren Warentransport. Den Zug haben wir wieder abgerissen. Das war Quatsch, ne? Minus 130 Strom. Das ist doch schön. Aber ein Propeller läuft schon.
Warte mal, haben wir hier ja keine Ressourcen mehr, die wir mit dem LKW... A colonist has died. Na klar, hier ist noch Metall. Komm mal hier hoch, Junge. Sammeln das mal ein. Na, das ist auch bald alle. Da ist noch ordentlich vorhanden. Hier oben war aber viel Edelmetall, ne? Guck mal, hier ist noch viel mehr. 300, 600. Hier sind nochmal 450. Warte mal, haben wir das schon angegraben hier? Ja. Naja, also ein bisschen was haben wir ja noch. Strom ist ein Minus. Wie sieht's hier aus? 11%. Also bis der Bulldozer da ist. Wo ist er? Da. Ja, da ist die Messe schon gesungen. Der hat fast einen ganzen Maßtag gebraucht, um hierher zu kommen. Wollen wir hier eine neue Ebene einbauen? Pass mal auf, das machen wir mal. Ah, nein. Du, hier. Arbeite da. So. Eine Rampe. Ich würde bauen eine Rampe von hier. A colonist has died. Ne. Da. So, dann können wir nämlich hier von beiden Seiten diese Plateau befahren mit dem Rover. 251. Die sterben weg, aber wir kriegen mehr. Guck mal, wir haben sehr schon mehr auf dem Mars geborene als auf der Erde geborene. Ist eigentlich cool. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange der Quark noch anhält. Warte mal. 42. 1600. Ja nun. Zwei Propeller laufen. Was machen unsere Fusionsreaktoren? Wie viele Leute arbeiten da? Fast ja keine. Na, ist doch geil. Ach, Manu. Naja, dann wird es halt ewig dauern. Was soll's. So, dieses Projekt kann angegangen werden, wenn dieses hier abgeschlossen ist. Ist der Bulldozer langsam da? Ja, er nähert sich sehr langsam, ne? Der Kollege hier. Der ist ja ganz schön dreckig. Guck mal, was der für geile Spuren hier in den Marsboden reindrückt. Und die tragen schon fleißig ab hier, ne? Die kleinen Drohnen, die sind wie die Ameisen. Mega cool. So, pass auf. Es wird Tag. Das ist schon mal sehr schön. A colonist has died. Das ist... Ah, drei weg wieder. Ist fast halb voll mit Edelmetalle. Sehr schön. So, die klatschen sich hier unterwegs gleich ab, ne? Immer hupen beim Vorbeifliegen. So, ich habe schon überlegt, wollen wir die Zeit beschleunigen? Oder lieber nicht? Wir gehen mal in den Untergrund. Was Resources are low. Genau, hier gibt es keine Polymere. Na, sag mal. Wo sind wir denn hier? Da unten. Warum da unten? Der Erkunder, der steht da. Ja, können wir hier irgendwo anders noch hinfahren? Ja, war hier unten jetzt zu oder war hier unten offen? Ich glaube, hier war zu, ne? Hier ging nicht weiter. Das können wir noch nicht wegräumen. Hier war die große Grube. Jo, komm mal hier hoch nochmal. Warum wird das nicht gebaut? Baut das. Los, hopp, hopp. Hä, was ist denn, hallo? Maschinenteile fehlen. Na, dann holt welche ran hier. Was ist deine Mission? Beladen mit nichts. Geh zu Ort. Drohnenhub. Okay. Jetzt holen sie Maschinenteile, na endlich. Okay, der Auftrag muss erstmal da ankommen, wo er... Ne? Ihr fragt es, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, das stockt hier ganz schön. Also, na, wisst ihr, was ich meine? Die Versorgung oder der Abtransport der einzelnen Rohstoffe ist sehr träge und langsam. Das Einzige, was glaube ich läuft, ist Wasser, weil wir da direkte Rohrverbindung haben. Aber der Rest, der wird hier ganz schleichend von A nach B geschleppt. Der Onkel hier hat zum Beispiel keine Beladung, ist aber nicht schlimm. Hier unten ist auch nicht weiter zu holen, ne? Ne. Das Wasser graben wir auch schon an. Sehr gut. Hier sind halt noch Edelmetalle, wo wir nicht rankommen, ne? Ha, der kann aber weggeräumt werden. Oder sind die schon dabei? Drohnen anfordern, um die Trümmer zu räumen. Ja, mach das weg. Das auch.
Das auch. Wir hätten Bulldozer da. Warte mal, der kann ja hier mal helfen kommen. So, dann hat er wenigstens eine Funktion. Der Erkunder ist hierher auf dem Weg. Wieso kommt denn der nicht? Komm mal her hier. Komm, Junge, komm. Brauchen wir hier noch einen Abladeplatz? Eine große Mülldeponie? Eventuell, oder? Kann sein, dass hier die Endlagerstätten voll sind. Da habt ihr drei neue. Könnt ihr voll machen. Okay, wen hoch? Bestimmt tote Kolonisten. Pass mal auf. A colonist has died. Siehste. Oh oh. Fast 20 weniger. Das sieht nicht gut aus. Das ist am Tag und wir haben 42 Stroh plus. Hallo? Ach du Schande. Das ist nicht gut. Nein, 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 das ist nicht gut. So, Saatgut kommt, Gott sei Dank. Aber die anderen Leute, die sterben halt weg, wie die fliegen, ne? Ich will wieder Passagiere. 20 Souls wartet, ne? Das Ding ist, ich hab mir das nicht wirklich angeguckt. Können wir in 20 Souls neue Leute herholen oder müssen wir innerhalb von 20 Souls ein Heilmittel erforscht haben? Was natürlich mit den Forschungspunkten, die wir zur Verfügung haben, absolut nicht möglich ist. Und wir machen die Zeit mal auf schnell. Wir haben ja hier eh gerade nichts zu verlieren, oder? A colonist has died. Außer Kolonisten. So. Die Windräder laufen an. Das ist schon mal sehr schön. Der Bulldozer ist ja am Wegfriemeln. Das ist noch viel besser. Die Rampe wird auch schon gebaut. Die Drohnen sind halt fleißig, ne? Die reißen alle raus. So, und Saatgut ist gerade am Landen. So. Die ist fast voll. Hier fehlen noch 4 Edelmetalle. Dann schicken wir die los. Jetzt kriegen wir Geld. Funding received. 750 Millionen bloß, leider. Crop failure reported. Ah, Ernteausfall. Jetzt geht nämlich los. Ne? Was war hier? Saatgut. Das ist nicht schlimm. Hauptsache, die Farmen laufen. Naja. Eieiei. Hauptsache, hier ist wenigstens überall ENA. Hier haben wir noch Pilzfarmen. Oh, aber Botaniker sind schon mal am Start, ne? Minus 102. Hier ist ja kein Strom-Output mehr, ne? 10 nicht funktionierende Gebäude. Das ist schon echt viel. Oh, voll die Hütte, ja, dein Abflug. A colonist has died. Schön! So, die Propeller werden fertig gebaut. Die Geschichte hier ist fertig. Dann bitte Rampenbau betreiben. Wir lassen das mal schneller laufen, ne? Wir sind jetzt hier bei 44%. 1700 wird das mehr? Wie das denn? A colonist has died. So, jetzt ist sie leider dunkel, ne? Ich würde sehr gerne hier hingehen. Und die Metalle. A colonist has died. Hallo. A colonist has died. Boah, jetzt fallen sie aber nochmal weg. Guck mal, wir haben gerade 30 Leute verloren. 30. Das ist schon viel. So, wir müssen halt einfach aussitzen, ne? 1500 nur noch. 44%. Das wird richtig eklig, wird das. So, egal, wir bauen trotzdem. Milestone achieved. Flüssig. Oh, 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 warte, 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 warte. Ja, 25% Temperatur. Jetzt haben wir nämlich endlich die ganze Wasserschicht hier am Laufen. Geil. Können wir dann jetzt hier schon was verändern? Nee, ab wann? A colonist has died. Da ist jetzt Ruhe erstmal, ja? Danke. Ab 10% Feuchtigkeit können wir hier Gras anpflanzen. Naja, dann aber los. Leute, wir haben jetzt flüssiges Wasser. Terraform-Fortschritt. Flüssiges Oberflächenwasser. Dank der Erwärmung der Mars-Atmosphäre ist nun flüssiges Wasser auf der Atmosphäre möglich. Oberfläche. Atmosphäre. Ihr wisst Bescheid. Wir haben wirklich einen langen Weg hinter uns. Ja, der jetzt aber so allmählich zu Ende geht, weil die sterben weg wie die Fliegen. Das ist doch toll. Wir haben ein paar Forschungspunkte bekommen, ne? Wir sind jetzt bei 46. Wow. Mann, ey, das wäre sonst hier eine komplette Forschung gleich vom Mars. Aber nö. So, wie voll bist du? 9 von 30. Okay. So. Komm, wir bauen hier die neue Infrastruktur. Bevor das hier alles wieder nach hinten losgeht. Dann sind wir hier im Einflussbereich von beiden Drohnenhubs, wenn wir die genau hier hinstellen. Dann bauen wir hier noch eins. Und dann verkabeln wir die ganze Geschichte mal.
Ey, geil, wir haben flüssiges Wasser. Das ist schon mal... ist wirklich ein Meilenstein. Ne, für die Marsbesiedlung ist flüssiges Wasser schon echt ein bisschen doll cool. Muss ich mal ehrlich sagen. So, wir machen hier eine Rohrverbindung. A colonist has died. Ja. So, dann gibt es den Unilager. Und hier nochmal. So, dann brauchen wir hier gleich Metallextraktoren. Und zwar die automatischen. Und da bitte auch. Da kommt dann noch ein Kabel ran und dann ist das gut. Ein Stromkabel. Und hier das gleiche. Zack. Wollen wir hier Rohre legen? Können wir eigentlich, oder? Machen wir mal bis da. Die brauchen noch eine Abraumhalde. Eine große Mülldeponie. Da können sie Beete drauf zugreifen, wenn wir das hier zentral zwischen den Beeten platzieren. Die machen wir nochmal weg. Die gefällt mir da nicht. Echt jetzt? Ja, naja, egal. Komm, dann machen wir hier drüben nochmal ihn ran. So. Dann haben wir hier erstmal... Hier ist noch mehr Metall. Hier müssen wir auch noch rüber. Drohnenhub. Wir stellen hier nochmal eins hin. Und dann gehen wir hier nochmal rüber. So, dann haben die wenigstens Bauaufträge. Dann ist hier nicht so langweilig. Perfekt, in einer Linie. Nein, das natürlich leider nicht. War ja klar. So, weitere Rohre. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja vielleicht für irgendwas noch. So, und einen weiteren Metallextraktor. So, Stromkabel ran. So, ein Unilager brauchen wir noch. Für Drohnenhub. So, und hier wieder Endlagerstätten. Dass sie ihren Abraum hier hinwerfen können. Und ich hoffe, wir haben wirklich irgendwann nochmal die Möglichkeit, dass wir die dann nachher verwenden können, um Atmosphäre und so Quark herzustellen. Ne? Guck mal, Wetter haben wir auch schon ein bisschen. Das wurde, glaube ich, als Geschenk, mehr oder weniger. Ne? Ihr habt es dazu. So, wir brauchen noch ein paar Sensortürme. Stellen wir da noch in. Wir verbrauchen gerade echt Ressourcen, aber... Glaubt mir, das ist eine gute Investition, wenn wir uns hier weiter vorwagen und uns die Rohstoffe sichern. Kurz oder lang brauchen wir sie ja so oder so. So, Terraforming, es geht weiter. Wir werden hier weitere Baumschmeißapparate hinstellen. Und zwar hier unten in, genau auf der Ecke. Und von mir aus hier nochmal in. Crop failure reported. Oh, klar, Ernteausfall, was denn? So. Da würde ich überall noch ein Saatgutdepot platzieren. Und da wird schon wieder dunkel. Och Gott, ich habe echt das Gefühl, die Mars-Tage, die verjähen schneller, wie die Nächte andauern. So, und hier unten stand noch so ein Ding, genau. Depot, Saatgut. Perfekt. So, mit Steuerung können wir hier auf... 5 festlegen. So, müssen auch alle bei 5 sein. Ja, perfekt. So, das muss jetzt einfach erstmal alles gebaut werden. Oh. Fast 200 freie Wohnplätze. Boah. Das ist nicht gut. Wenn eins nicht gut ist, dann das. Was mit dir? Du bist noch nicht voll. Wollen wir in den Untergrund gehen? Das ist nicht so deprimierend. Dann kriegst du von den ganzen Quark da oben nämlich nichts mit. So, du stehst hier. Das ist natürlich toll. Warum wird das nicht gebaut hier? Hallo? War hier Sackgasse oder ging es hier weiter? Komm, wir wagen uns mal weiter vor. Oh, hier ist Sackgasse. Alles klar, hier waren wir schon, ne? Gibt es eigentlich irgendeine Ecke, die wir noch nicht befahren haben? Hier waren wir auch schon. Hier gibt es nochmal Edelmetalle. Hier gibt es ein großes Wasser. 50.000. Hier sind auch noch Edelmetalle. 3.000. Hier ist auch nochmal eins. Hier haben wir Beton. Da haben wir noch was Janisch vorweggefriemelt. Hier Metall sind wir am Fördern.
Das ist hier voll. Einladen bitte. Los. Wie sieht es an der Oberfläche aus mit Metall? Könnte deutlich, deutlich mehr sein. Warum wird das nicht von A nach B fahren? Ich verstehe das immer nicht. So, warte mal. Hier waren noch Edelmetalle, ne? Wollen wir uns die auch noch sichern? Komm, wir gehen ran. Sonst kommen wir hier eh nicht vorwärts. Also von daher. A colonist has died. Das ist ja ein Ding. Hab ich auch noch nie gehabt. So. Na, was willst du machen? Komm, sind wir ehrlich. Kommen wir hier durch? Ja, perfekt. So, legen wir mal gleich bis ran. Und einen automatischen Edelmetallextraktor. So. Rohre. Ist auch ein hochgradig ekelhafter Metalleverbrauch, was wir hier jetzt haben, ne? Mit den ganzen Bauvorhaben. Weil die Kabel, die Rohre, die braucht alles Metall. So, da können wir noch ein paar Sensortürme stellen. Den letzten haben wir da. Dann machen wir hier nochmal einen. Und dann machen wir da nochmal einen. Ich weiß gar nicht, ob das zu viel ist. Zu viel geht, glaube ich, gar nicht, oder? So, dann stellen wir hier nochmal so einen Pflanzenpropeller hin. Mit einem Saatgutdepot. Das schieben wir auf 5. So, dann baut mal. Ihr werdet eh sehr, sehr viel zu tun haben erstmal, oder? Der Drohnenhub läuft. Also Bauaufträge sind heftig. Minus 36 Strom, dann habe ich mir bald gedacht. Die Dinger laufen hier perfekt. Haben wir die Rampe fertig? Jo, wir können hier hochschießen. Schön abkürzen. Hatte er jetzt was eingesammelt gehabt? Nee, aber er hier, ne? Hier lagen noch Polymere. Sammelt die mal mit ein, bitte. Und dann wird es auch schon wieder dünn mit der Rohstoffe. Schade eigentlich. Ja, ich glaube, momentan sterben gerade keine Leute weg, ne? Oder die haben gerade Pause oder keinen Bock auf wegsterben. Kann natürlich auch sein. Brauchen wir noch einen See? Warte mal, was ist denn mit dem Wasser? Wassererzeugung 75, Bedarf 54. Wir ballern gerade ganz doll die Wassertanks voll, die wir hier gebaut haben, ne? Eigentlich geil. Pass auf, wir bauen noch einen See. Einen See, bitte. Einen riesigen See. Weil wir haben eh gerade kein weiteres Bauvorhaben. Dann kriegen wir den hier hin. Nein, nein, das ist nicht gut. Nicht gut, das. Und eben das Terrain. Warum? Verdammte Hacke, ich wollte ihn da hinstellen. Der war doch so schön da. Ist überall Zeug im Weg, ne? Funding received. Toll. So, wir bauen da mal einen See. Damit wir die ganze Schicht hier ein bisschen beschleunigen können. Ne, mit der Bewässerung. Wir brauchen Feuchtigkeit in der Marsatmosphäre. Hallo, was ist denn? Na, wen haben jetzt abkommandiert? Wo warst denn du? Hast du deine Polymere fertig? Ich sehe hier ja nichts. Das ist so dunkel. Ach, bleib mal da oben. So wie ihn hier zur Baustelle. Ich wollte hier noch ein Stromkabel ranlegen an die Wasserpumpe. So, dann können sich so Sachen machen. Es wird Gott sei Dank langsam hell. Das ist sehr, sehr schön. Und die Leute sterben weg. Ja, wie die fliegen. Hallo. Der wird Tag und schon haben sie keinen Bock mehr, ne? A colonist has died. Oh. Also wir haben halt keine Leute mehr hier, ne? Das ist euch bewusst. So, was ist denn mit der Forschung? 1500 aktuell. Wir sind bei 47. Los, Volldampf. Ich wollte eigentlich nicht vorspulen. Weil das oft A colonist has died. Effekte mit sich zieht, die nicht gerade cool sind. So, wen in den Untergrund? Der LKW ist immer noch nicht voll mit Metalle. Nein, nicht die Steinsabfälle. Bist du doof? Ist der noch nicht verstärkt? Metalle einladen, bitte. Und die bringst du zum Fahrstuhl, dass sie hochkommen. Weil ich glaube, wir brauchen die Metalle oben dringender wie hier unten. Guck mal, feinste Metallbarren.
So, schön alle rein in den Kofferraum. Super. Okay. Und damit, mein Freund, fährst du zum Fahrstuhl, wo immer der ist, hier unten. Entladen. Okay. Hier unten sind 390. A colonist has died. Ach, wir haben 50 Leute fast verloren. So, was denn hier mit der Rakete? Ist die wenigstens beladen? Ja, denn Abfahrt. Warte mal, ist hier noch Saatgut drin? Nee, haben sie rausgefummelt. A colonist has died. Wir brauchen 2 volle Raketen für eine Rakete Saatgut. Und das sind noch nicht mal alle Saatgut verbrauchenden Gebäude gerade fertig gebaut, ne? Und ey, der Daus. Mal gucken. Das wird eine Ewigkeit dauern hier, bis das alles fertig ist, ne? Komm, wir spulen mal vor. Forschung 48. Ach Gott. Ist ganz doll traurig. Aber, naja, was heißt aber? Also ich hoffe, dass wir die ganze Sache hier am Laufen behalten können, irgendwie, bis wir die Forschungspunkte zusammen haben. Schwierig. Also, wie ich zum Anfang schon sagte, das hätte uns einfach den Genick gebrochen, wenn es passiert wäre ohne diese autonomen Fabriken, weil dann, ne, wäre hier Feierabend. Aber Gott sei Dank, toi toi toi, es läuft. Hier oben müssten wir Kuppeln bauen. Genau, was haben wir hier? Saatgut, das ist nicht schlimm. 5 Produktion, Verbrauch 31. Ja. Sowas mit dem See. Guck mal, es wird schon wieder dunkel. Habt ihr das Gefühl, das ist hier immer dunkel? Es fehlt an Beton. Produktion 60. Verbrauch 46. Also wir haben 14 plus. Na, hier auch ungefähr. Hier auch? Ne, hier haben wir sogar 25 plus. Okay. Nur einen Kraftstoff haben wir so oder so. Okay. 211 Marsbewohner haben wir noch. 212? Also es werden ja neue geboren. Was ist denn hier bei uns in der Unität? Gesamte Absolventen 80. Guck mal, wir brauchen 43 Botaniker. Ab wann können wir hier wieder Leute holen? Hallo? Das steht leider nirgendwo, ne? Der Bau neuer medizinischer Gebäude. Die Daten über die Infektion sammeln, können die Entdeckung eines Heilmittels für die Lauffeuer beschleunigen. Das Lauffeuer hat sich jetzt auf die Industrieländer ausgebreitet. In der Bevölkerung herrscht Panik und Verzweiflung. Was soll ich denn sagen? Meine Bevölkerung ist nur eine Handvoll. Und die haben alle Bock auf Sterben gerade. Mann, oh, hört auf damit. Erfreut euch doch an dem, an dem wunderbaren Anblick des Mars. A colonist has died. Nicht machen. Die sind wirklich bald alle weg hier. Guck mal, wir haben... Ach du Schande. Also ohne die Sonnenkollektoren läuft hier alles nackig. Boah. Der See läuft. Aktueller Fortschritt 2,5. Der läuft. Der wird gebaut. Oh, der wird gerade gebaut. Geil. Boom. So, jetzt klecker hier Wasser rein. Guck. Herrlich. Im Zeitraffer so, ja. Mal gucken, wann die erste Pfütze hier kommt. 1% haben wir schon befüllt. Mega cool. Also die ganze Terraforming-Geschichte hier. Guck mal, so ja schon Flechten haben wir hier vorne dran. Wir sind bei 26%. Funding received. Ja. Wollen wir noch eine Saatgutrakete holen? Passagierraketen gehen ja noch nicht. Frachtrakete. Komm, dann machen wir den Mars wenigstens schön. Ja, wenn hier wenigstens schon Kinder wohnen will. Dann machen wir ihn wenigstens schön. So, was ist hier mit einer Pfütze? Da, da ist sie. Guck mal hier. Das steigt jetzt langsam. Wir sind bei 5%. Crop failure reported. Saatgut, das ist nicht schlimm. 201 Bewohner haben wir noch. A colonist has died. Ja. Es werden mehr, Crop glaub mal. Failure reported. Ja, genau, Ernteausfall. Aber wir machen noch ein bisschen Saatgut. Kommt noch was. Es wird besser.
So, der See füllt sich. A colonist has died. Schon bei 9%, okay. Oh, hier wird ja nächste Pflanzenpropeller gebaut. Wir bräuchten eigentlich noch mehr Flugdrohnen, aber wir sind schon wieder bei minus 25 Strom. So, Flechten bitte. Haben wir weitere Drohnen? Ja. Machen wir hier mal 8. Und hier machen wir auch mal 8. So. Okay. Also der würde theoretisch laufen, sobald er mit Saatgut versorgt wird. Die Leute werden mehr, ne? Sind auch viele Kinder wahrscheinlich. Guck mal, Kinder und Jugendliche haben wir sehr, sehr viele. Die wachsen halt ran. Auf der Erde geboren. Und die sterben halt übelst weg. Weil die sind halt auch alt, ne? Vielleicht sind ja die Leute, die auf dem Mars geboren werden, resistent gegen den ganzen Quark. Werden wir sehen. A colonist has died. Vielleicht auch nicht. Wir sind unter 200 gefallen. Das ist nicht gut. Forschung? 51. Naja, mal sehen. Das wird bestimmt nicht, aber ich bin sehr optimistisch. Ne? Ach Mann, ey. So, dafür bauen wir hier fleißig aus. Ach Gott, Metall ist bald alle. Warum wird denn das von unten rum nicht hochgeholt? Hä, warum haben wir so einen hohen Metallverbrauch? Weil wir noch bauen wie die Bekloppten, wa? Los, verstärkt mir das. Verstärkt mir auch das. Okay, hier wird Kabel noch gebaut. Das Ding wird gebaut. Mit Maschinenteile läuft, oder? Ja. Ja. Polymere auch. Sehr schön. Wir brauchen echt wenig Polymere für Wartung, ne? Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. 81 Strom plus. Das ist nicht gut. Das ist zu wenig. Wir brauchen hier noch mehr Wind. Räder. Mehr Räder. Es kann keine Ernte geerntet werden, weil keine Ernte da ist zum Ernten. So. Wir lassen einfach mal volle Pulle laufen hier. Ah! Saatgut ist da. Los, lande das. Das sind mir fast alle. Dann können wir wenigstens den Mars ein bisschen grün machen. Das ist auch schon mal viel wert, denn. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir das hier vielleicht irgendwie schaffen. Wir sind bei 194 Leute. Shuttle überlastet. Ja, ja, ist klar. Ihr müsst ja auch fliegen, wie die Guppies hier. Ist ja, ne? Kann ich doch verstehen. So. A colonist has died. Auch das kann ich verstehen. Aber wenn er das nicht macht, ist auch nicht schlimm. So, haben wir den schon zugewiesen hier? Ja. Der wird gerade gebaut. Resources are low. Ja, Metalle sind wenig. Aber es wird schon. Müssen wir einfach warten. Weil der fördert jetzt auch schon. So, den verstärken wir nochmal. Der ist schon verstärkt. Der ist schon verstärkt. Der muss noch gebaut werden. Der ist schon versorgt. Ah ja, mal sehen. A colonist has died. A colonist has died. Alter. 190, 186. Jetzt geht aber wirklich los, ne? Ich bin gespannt. Vor allem, die müssen wir alle nachholen. Oder die müssen alle ranwachsen. Forschung 1300. Wir sind bei 53. Das ist eine knappe Nummer. Ob das was wird, ey, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das doch gerade hier das letzte Ausatmen, das Sterben kurz vorm Ende hier. Keine Ahnung. A colonist has died. Genau. Ist ja richtig geil. So, Frachtrakete. Komm, dann machen wir die ganze Geschichte wesentlich grün. Hilft da alles nicht. Starten. Oder wir dürfen nur so viel Saatgut holen. Warte mal, sind die Propeller fertig? Nee, die bauen hier noch. 114 plus, ist schon mal okay. 186. Aber schöne Musik läuft, ne? Sehr enthusiastisch. So, habt ihr das hier unten halt schon fertig? Resources are low. Aha. Schön. Einfach mal selbst Resources are low. Unterbunden. Metalle? Warte mal. Metallproduktion 54, Verbrauch 57. Aber wir fördern doch. Der wird nur nicht weggeschafft, ne? Kann das sein?
Oder nicht schnell genug, sagen wir mal so. Also Metalle ist echt ein Ding. Oh, die ist voll und tschüss. Edelmetalle läuft wie Sau. War das nicht hier oben? Ist der verstärkt schon? Ja. Hau ich schon bald wieder alle. Aber guck mal, wie schön grün das hier oben ist. Ah, es wird. Guck mal, der Tal begrünt. Es geht los. Ziemlich, ziemlich cool. So, hier werden... Ja, die Metalle sind weg, weil wir die halt alle gebraucht haben. Ne? Guck mal hier, Produktion 71, Verbrauch 53. Es wird wieder besser. Forschung 54. Eieiei. Aber bevor die Forschung fertig ist, sind alle Leute weg hier. Dann haben wir hier eine Geisterstadt. Ja. Und das alles wieder am Laufen zu kriegen, ne? Oh, oh. Also wir können uns eigentlich bloß mit Edelmetall schürfen, über Wasser halten. Dann würde ich einmal fleißig zur Erde. Jetzt ist aber okay. Guck mal hier, der der Metallgräber, der ist hier bald am Ende. Dann hätten wir hier noch zwei Vorkommen und dann haben wir die Oberfläche abgegrast. Dann müssen wir nach unten gehen. Resources are low. Das ist nicht schön. Ja. Was ist los hier bei euch? Haben wir hier Metallextraktoren? Hier vorne waren schon alle, ne? Hier war schon kein Vorkommen mehr gewesen. Hier ist nur noch Wasser. Der macht hier noch Edelmetalle. Okay, da sind doch genug von da. Hier ist der nächste Metallschürfer. Der ist aber auch schon wieder voll, ne? Einladen. Jetzt müssen wir das hier mal mit der Hand rüberfahren, oder was? Hör mal auf. Haben wir noch andere Metalle an die Graben? Hier sind Edelmetalle. Oh, oh. Ey, Leute, wir brauchen hier neue Metallvorkommen. Der Typ wird auch nicht gebaut, weil keine Polymere da sind. Mach mal hier schneller. Hier sind noch irgendwo Metallvorkommen. Ja, hier sind wir fleißig dabei. Hier ist auch noch richtig viel los. Der ist noch nicht mal verstärkt hier. So, Abfahrt. Okay. Na, mal schauen. Einsturzstelle ansehen. Wir holen den mal hierher. Vielleicht fährt er ja hier rüber. Das wäre natürlich krass. So, wen wieder hoch? Pass auf, tote Kolonisten. Resources are low. Okay. 179. Oh. Aber hier steigt wieder der Bestand. Okay. Die Bäden würde ich noch gar nicht angraben wollen. Hier liegt Metall rum. LKW, abholen. So. Ich wollte das hier oben planieren, ne? Wir lassen einfach mal auf volle Pulle laufen. Forschung 55, 1300 nur noch. Boah, umso weniger Leute, umso schlimmer, ne? Weil hier halt dann keiner mehr in den Forschungslaboren sitzt für Forschungspunkte. Das ist ja die Krux an der Sache. Das wird noch schlimmer, umso weniger Leute wir haben. Guck mal, wir haben 240 freie Wohnplätze. Und 200 freie Arbeitsstellen. Und 180 freie... Oh, nee, warte mal, nur noch 180 Leute. Wir bräuchten nochmal genauso viel, damit der Arbeitsmarkt gedeckt ist. Boah. Kannst du keinen erzählen, ey. Oh ja, und wir brauchen auf jeden Fall dieses Mohol. Wo waren das? Da. Das brauchen wir. Mohol-Mine. Wenn wir die bauen, haben wir Rohstoff technisch ausgesorgt. So, wir holen Saatgut. Saatgut! Warte mal. Was macht denn der See hier unten? 60%. Naja, so langsam wird's. Guck mal, wir sind schon bei 30% fast von der Temperatur. Also haben wir 30% wärmer bekommen. Ich glaube, das ist gut, oder? Haben wir den... Ne, der ist noch nicht fertig gebaut hier unten. Was fehlt? Metall. Na, kommt ja langsam. Saatgut ist auch schon da. Sehr schön. Warte mal, der Propeller läuft schon. Okay. Ja, guck mal, das wird schon schnell begrünt hier. Das klappt schon. So, warte mal. Ab wann konnten die nochmal Gras schmeißen? Ab 10% Feuchtigkeit in der Luft oder Atmosphäre. Nervenzusammenbruch. Hallo, Dunkelheit.
Sie kann nicht mehr arbeiten. Na, aber sofort ran. Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Eine Krankheitsstation. Ich schlage professionelle Hilfe vor. Die einfach arbeiten. Ja, mach so Dinge. Bring uns von mir aus. Warte mal, wie viel brauchen wir noch? 45.000 Forschungspunkte mit. Das wäre ein cooler Effekt. Ja, dann jetzt nämlich wieder boop, steil nach oben. So, wirst du beladen hier? Ja. Nee, doch, mit Sprit. Okay, und Saatgut ist schon rausgefummelt. Alles klar. Die Alib. So, nochmal 3 neue Flugdrohnen. Damit sich das doch richtig lohnt hier, ne? Crop failure reported. Ja, das dürfte aber Saatgut sein, oder? Richtig. Das ist nicht schlimm. 6 haben wir. Produktion. Alter Schwede. So, bist du hier hingefahren? Ja. Kann man den wegräumen? Guck mal her. Sind Edelmetalle? Er kann der da durchfahren? Auch mit dem geht das alles, oder was? Aber wir... Ah, der kann da durchfahren, aber wir können da nicht durchbauen. Okay, das macht ja so ja fast ein bisschen Sinn. Jetzt hast du hier festgefahren, ne? Ist ja klar. Ach komm. Dann fahr da oben hoch. Dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um, ne? Oh, oh, oh. So, wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Vielleicht finden wir noch eine geile Anomalie, wo wir mal ordentlich Forschungspunkte nochmal generieren können. Da wäre ich richtig happy drüber, muss ich ehrlich sagen. Wenn man hier Lampen einfach stellen könnte, wäre auch cool, aber hier ist ein Metallvorkommen. Da ist ein sehr ergiebiges Metallvorkommen. Bulldozer, räum das weg. Da gehen wir ran. Das hilft ja alles nicht. Und eben nicht Tangrong. Keine Kabelverbindung, ne? Das kann ich ja ändern. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so, als könnten wir hier unten hier eine Kabel bauen. Das gleiche machen wir mit Rohren, je nachdem, was wir hier noch so anlegen können. Hallo. Der Bulldozer kommt, der räumt die Quark beiseite und dann holen wir uns hier das Metall. Brauchen wir, auf jeden Fall. Der LKW? Der ist da. Der muss hier noch einladen. Da müssen wir das Metall hochschaffen an die Oberfläche. Wie viel Vorkommen ist hier noch? Ah. Funding received. Schön. So, hast du alles? Resources are low. Das oder Metall? Hier ist alles voll mit Metall. Sammelt es ein. Mach voll die Karre und dann ab nach den Fahrstuhl mit dir. So, das muss hoch. Versteht doch mal. So, was ist hier los? Bulldozer hat er geräumt, ja. Schön. Fahr mal vor. Hast du eine Lampe an Bord? Perfekt. Und dann brauchen wir hier noch einen Drohnenhub. So, dann legen wir hier noch ein Kabel. Perfekt bis daran. Ist ja der Hammer. So, ein Rohr. Wir verlegen hier unten mal ein Rohr. So, brauchen wir ein Unilager. Kann nicht schaden, oder? Dann sind wir ja fast am Metall. Müssen wir hier nochmal eins bauen. Noch ein Drohnenhub. So, dann kommen wir nämlich hier an das Wasser auch noch ran. Und einen automatischen Metallextraktor. So. Stromkabel. Können wir da nicht langlegen? Dann gehen wir hier lang. Perfekt. Und ein Rohr genauso. So. Dann hier nochmal ein Lager hin. Und dann lass die mal bauen. Passt schon. Die Drohnen räumen auch fleißig mit weg. So. Der LKW, der hat hier fleißig entladen. Und das wird doch hoffentlich alles gleich nach oben gefördert, ne? Wo war denn hier das mit dem Metall da? Hier ist alles noch voll. Warte mal, Metall? Doch.
Ah ja, das klappt schon. So, wir gehen nochmal nach oben. Crop failure reported. Ja. Nichts Außergewöhnliches Neues. Schade eigentlich. So, bist du fertig? Jo, warte. Dann bitte rumflechten. Ganz fein, säuberlich, viel und kräftig. 82%. Der See ist fast voll. Die Leute sterben weg wie die Fliegen. Das ist der Hammer. Aber es werden wieder... Ach, guck mal, sehr viele alte Leute, die einfach nicht arbeiten, ne? Boah. Naja, mal sehen. Aber das wird hier... Ist die Rakete voll? Ja, tschüss. Wir sollten da eh noch holen, ne? Passagiere können wir noch nicht. Schade. Frachtrakete. Wir holen noch mehr Saatgut. So, machen wir so einen leichten Plus, wenn wir die wieder wegschicken. Das machen wir gleich nochmal. Wir kriegen 750. Ah, so ist noch besser. Machen wir sie nur halb voll. Sehr ineffizient, aber für die Kohle machst du halt alles, ne? Okay, hier ist ja noch was an Bord. Ladet mal ab hier. Komm mal her. Krass, hier ist kein Metall mehr drin. Alles weggefummelt. Laufen die Dinger hier alle? Ja, der ist verstärkt. Der ist verstärkt. Der ist verstärkt. Produktion 71. Wir machen 20 plus. Wir haben gerade wenig Strom schon wieder. Obwohl wir hier neue Propeller gebaut haben. Das Zeug ist halt... Alter! Für Wartung haben wir hier halt so... Die machen aus Metall, machen die Maschinenteile, ne? Das ist halt ein Problem. Warte mal, können wir unterirdisch? Können wir hier so eine autonome Dings mitbauen? Ja. Es wäre möglich. So. Der LKW. Mach mal hier das ganze Metall bitte da raus. Jetzt schieben wir alles zum Fahrstuhl, dass wir das nach oben kriegen. Das Ding ist allerdings... Es wäre schön, wenn das automatisch angefordert wird. Dass wir das hier nicht selbstständig fahren müssen. Ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders, oder? So. Na, ob das was wird. Die Zeit verläuft halt echt. 58%, 1300 nur noch. Erkunder 180. Gebäudeerforschung. 360 aus den Forschungslaboren. Was sind das hier eigentlich? Schaltet, achso, Spezialprojekt. Sponsor 800. Na, das steht alles nicht unter mutem Stern. Wenn die Sache nachher läuft, dann jetzt aber ab. Oh Mann, ey. A colonist has died. Das ist ja ein Ding. Wir haben 100 Leute verloren. Krass. Oh, Metalle kommen aber. Ist, weil wir gerade vom Untergrund hochgefriemelt haben hier, ne? A colonist has died. Wir haben keine Drohnen? Lade ab, Metall. Angefordert vom Untergrund. 800 und 800. Automodus. Ja, aber kommt halt nichts, ne? Das ist doch Käse. Warte mal. Diese Drohne. So, du gehörst es dem Fahrstuhl. Du gehörst es dem Fahrstuhl. Du gehörst dem Fahrstuhl. Du gehörst dem Fahrstuhl. Der Fahrstuhl braucht mehr von euch. Crop failure reported. Na toll. So, jetzt kommt hier wieder Metall hoch, ne? Ja, mit immer hittet. Guck mal, und die Flugshuttle, die holen das gleich raus da. So, hier ist was kaputt gegangen. Liebsten nicht funktionierende Gebäude. Wahrscheinlich viel in den Kuppeln, ne? Ja, weil hier echt einfach mal überall Leute fehlen. Ha. Ich würde am liebsten irgendwelche hier aus den Kuppeln rausscheuchen. A colonist has died. Ja, dass sie alle zusammenarbeiten.
Warte mal. Und Beton ist fast voll, okay. So, die beiden Saatgutraketen, die kommen. Wenigstens etwas. 30% haben wir voll. Wir sind schon bei 8,44. 4,27. Ist der große See schon voll mit Wasser, den wir gebaut haben? Ja, er fördert aktueller Fortschritt 4,3 insgesamt. Von allen aktiven Gebäuden 0,3. Änderung pro Sohle 0,1%. Na, siehste. Warte mal, der kleine See, macht der genauso viel? Ja. Hier wollen wir auch nochmal einen kleinen. Der ist halt voll kräftig, ne? So, wir holen die beiden Saatgutraketen runter hier. Wollen wir mal mit der Geschwindigkeit weiterlaufen lassen? Guck mal, wir sind hier bei 59. Ach, könnte ein knappes Ding werden. Funding received. Supi! Dann holen wir da gleich die nächste. So, eine Frachtrakete. Saatgut. Machen wir 500, ne? So. Ey, oder machen wir 600? Ne, wir holen 50. Machen wir ein bisschen plus. Nicht viel, aber ein bisschen. Sind die alle aktiv und beladen? Ja. Ach komm, lass einfach laufen. Passt schon. Alter. Minus 51. Das ist halt krass. Weil wir so wenig Metalle haben, können wir keine Dings herstellen, keine Maschinenteile. Und die brauchen wir unbedingt für die Wartung von den ganzen Windrädern, die wir hier haben. Das ist ja so unfassbar viel. Guck dir das doch mal an hier. Ja? Der Marswind wird hier richtig durchgequält. In allen Ecken, überall sind die Dinger. Wobei hier oben nicht, ne? Hier ist eigentlich bald am humansten von allem. Hier sind die Endlager voll. Ach du Schande. Bitte mehr davon. Dankeschön. Bitteschön. Voll machen. So. Ah, das ist bald leer geleckt hier, aber die laufen auch beide voll dampfen. Nee, warte mal, der eine ist ja nicht ausgebaut. So, Wasser haben wir noch. Ist halt irgendwann ein Problem, wenn die ganzen Rohstoffvorkommen einfach alle sind. Dann stehen wir doof da. Weil wir müssen hier eigentlich müssten wir hier erforschen, wie bescheuert, die ganzen ermöglichte tiefliegende Metall- und Edelmetallvorkommen. Das müssten wir erforschen und nicht den Quatsch hier. 60%. Also das Epidemienzeug hier, das haut dir so böse im Mank die Karten. Das ist nicht gut. Definitiv nicht gut. Ja, mal schauen, was das hier noch wird. Ah, wird betankt. A colonist has died. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. A colonist has died. Naja, immer weg mit euch. Na klar, hört doch auf. Ene reicht ja nicht, ne? Müssen ja alle. So, wie sieht's aus? 1300, das ist doch ja nichts. Das ist doch immer nichts. Wie soll denn... Ach Gott. Naja, schauen wir mal. A colonist has died. Jo, 150 nur noch. Wir haben das Video angefangen mit 250, möchte ich sagen. Na? So ungefähr. Angefangen mit der Sterberei hat es bei 360. Knapp die Hälfte ist schon weg. Naja. So. Nahrung produzieren wir Gott sei Dank mehr als genug, weil sind ja nicht viele Leute, die was essen. Dementsprechend passt das schon. Ja. Na, schwierig. Aber wenigstens haben wir mit dem Saatgut keinen Stress. Wir können ja mal gucken. Hat das schon Effekt, was wir hier tun? Glaube nicht, ne? Weil ab und an sieht man denn hier auf dem Planeten schon so eine ganz leichte, grün schimmernde Veränderung auf der Oberfläche. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Atmosphäre kriegen wir vielleicht langsam. Das wäre cool, ja. So, vielleicht ändert sich das, sobald wir Gras anpflanzen können. Und das kommt aber erst, wenn wir hier 10% Wasseranteil in der Luft haben. Wir könnten vielleicht nochmal irgendwo einen See bauen. Was ist denn mit so weit hier? Nochmal einen Kleen irgendwo, wa? Wäre kein Ding jetzt. Guck mal hier oben so. Einfach mal drin, zack, fertig. Crop failure reported. Na super, pass mal auf, wir machen hier noch einen Kleensee. Einfach nach da. Und von mir aus vielleicht noch einen Kleensee. Einfach nach, da. Hängt dann direkt an der Aorta mit dran. Brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern. Wird ausgebaggert, wird voll plempert und dann ist das schön. Ne? Mal gucken. So. Ja, Freunde. Ob das hier was wird, da schauen wir beim nächsten Mal nochmal genauer hin. Interessant. Wie gesagt, vielleicht überstehen wir die ganze Geschichte hier. Vielleicht auch nicht. Wir gucken. Und ich hoffe, ihr seid dabei.
wenn wir die ganze Geschichte überstehen. Ja, also, bis dahin, Maki Quatsch, Rinni hauen.